Hallo und herzlich willkommen zurück zu New York Mysteries. Es ist so unglaublich leise hier gerade. Ja, es ist leise. Wir müssen. Ah, es gibt doch noch Sound. Rostmittel herstellen. Wie mache ich das denn? Warte mal, das Glas haben wir jetzt. Und was ist das? Das ist ein Nöpsel. Vielleicht muss ich das erst aufmachen? Nein. Alle Zutaten finden. Streichhölzer. Die liegen da schon. Die habe ich gesehen. Hier ist so ein Deckel. Haben wir den Deckel denn? Ja, der liegt ja auch. Wieso, was fehlt mir denn noch? Das ist ja ein Ding. Anscheinend haben wir doch noch nicht alles. Hier gibt es auch noch was zu tun. Dann gehen wir erstmal dahin. Ich brauche den Zündschlüssel. Oh, habe ich nicht. Klappe können wir hier auch nicht öffnen. Ja, so ein Pech. Ah, da ist er drinne, aber wir haben leider auch nichts, um den da hochzukriegen. Was sagt sie dazu? Königreich für etwas Öl. Nice. Hier, die Bretter können wir doch loswerden, oder? Toll. Ich brauche einen Schlüssel. Das ist ja knuffig. Hier ist die Klippe. Und hier brauchen wir ein Ventil. Ja, habe ich alles nicht. Ist alles nicht da? Kann ich denn hier immer noch was machen? Ja. Irgendwas kann ich hier immer noch machen. Es ist nur die Frage, was. Hier ist die 3. Hier ist ein. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir da jetzt mixen können. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, was da jetzt noch fehlen soll. Aber wir haben auch kein Benzin hier. Der Zündschlüssel allein wird wahrscheinlich gar nicht reichen. Ach, guck an. Benzin brauchen. Sag ich ja. Habe ich aber auch noch nicht. Hier gibt es immer noch was zu tun. Der Stacheldraht könnte nützlich sein, aber ich muss ihn abschneiden. Habe ich leider auch nichts für. Tja. Ja, es ist eine Wucht hier, ne? Es ist eine Wucht. Was haben wir denn hier noch? Was ist das hier oben eigentlich? Da kann ich auch immer noch ran. Ach, das ist bestimmt für die Ratte, ne? Toll. Oh, ich hoffe, das geht gut. Ich hatte das jetzt schon zweimal einmal bei Lost Lands und ich weiß nicht, hatte ich es bei New York Mysteries auch? Kann ich gar nicht mehr sagen, dass mir an solchen Stellen das Spiel immer abgeschmiert ist. Das Kabel ist kaputt, ich muss es reparieren. Schneiden. Wir müssen es durchschneiden. Könnte ich eine sehr kleine Schrift lesen? Ein Kippschalter. Ja, hier haben wir eine Schere. Völlig verschmiert. Toll. Der Kippschalter hier hin? Ah ja. Ich dachte, ich könnte das Glas noch nehmen. Sieht aber auch nicht so aus, oder? Okay.
Berühre die Glühbirnen, bis in jeder Reihe und Spalte jede Farbe nur einmal vorkommt. Oh Gott. Ja. Danke. Was ist das? Eine Lötlampe. Muss ich da mal gucken. Wofür brauche ich die denn? Ne, hier geht es ja nur um die Schere. Kann ich aber auch nicht damit nehmen. Ein Lappen. Da ist eine Notiz drin. Ich muss hier, warte mal. Zette. Du kannst hier nicht entziffern. Das erste war doch eine 4, oder nicht? Naja, okay. Von mir aus. Dann machen wir das mal hier. Tresorschlüssel. Okay. Wahrscheinlich auch eine dumme Idee. Aber ich kann das ja immer noch nicht entziffern. Hier. Ach, es fehlt die Linse. Mhm. Vier, zwei, drei. Alles klar. Habe ich doch gesagt. Ein gefrorener Katalysator. Okay. Darf ich das haben? Kann ich das jetzt machen? Ja, darf ich. Oh, ist das nicht schön? So, dann kommt das hier hin. Dann kommt's hier rein und Deckel drauf, okay? Was dann? Hier rein, Deckel drauf. Dann kommt das hier rein. Dann haben wir dieses komische Pulver. Machen wir auch gleich mit hinzu. Sehr schön, sehr schön. Einmal die Schotten dicht. Und was jetzt? Warte mal. Zwei. Machen wir Feuer an. Alles klar. Voll easy und so. Tada! Zu stöpseln. Ja. Gut. Haben wir gemacht. Ist das nicht schön? Ein Schraubenzieher habe ich noch nicht. Ohne einen Trichter geht alles daneben. Einen Trichter habe ich auch nicht. Das ist nicht ärgerlich. Was haben wir hier denn noch? Ach so, ja, die fehlt auch noch. Die habe ich schon völlig verdrängt. Und you better not stick your hands inside. It's an alkali after all. Ist das der Trichter? Das ist sehr ärgerlich. Goodie.
Ja, hier gibt es auch etwas zu tun, anscheinend. Nur was? Hier fehlt etwas. Okay, ich weiß gerade nicht was. Da ist auch noch etwas. Ach du Heiliger. Okay, ist unglaublich ruhig hier, ne? So, ganz ohne Musik ist das total ungewöhnlich. Kannst du das darauf machen? Nein. Hierauf? Nein. Okay. Ja. Nein, dafür will sie ja Öl haben. Ich bin gerade ein bisschen. Hier soll das Benzin rein. Ich brauche einen Schlüssel. Oh mein Gott, Leute. Ich hab verpeilt, wofür ich das brauche. Das ist doof. Aha. Ja, klar. Irgendwie so war das. Thanks for getting me out. Ja, say, bitte. Laura, have you found who killed Carrie Martell? What? Her own husband rising from the dead? It's getting serious, I tell you. Take everything you need from HQ and go to the cliff. Will's going with you this time. We have to find out how Thomas Martell became a zombie. Oh, er ist doch ein Zombie. Geschichte vom wandelnden Toten. Okay. Eine Kaminzange. Hier haben wir einen Lappen. Da haben wir. Da hat sich doch jemand mit einem Schraubenzieher dran zu schaffen gemacht. Das Ding steckt fest. Ich brauche den Griff, um ihn herauszuziehen. Habe ich nicht. Wieso nimmst du nicht einfach diese Kaminzange hier? Na. Das klappt irgendwie alles nicht. Oh Gott, noch mehr Zeichen. Danke. Und das muss ich wahrscheinlich festziehen. Breaking the stand in the Hall of Fame is not a good idea. Bishop blow his top at such a barbaric act. But what if we cut the glass out? He won't hear that. Ja. Okay. Ach, guck an. Danke. Dietrich. Dietrich für was? Wahrscheinlich, um irgendetwas zu öffnen. Haha. Ist schon klar. Ist hier sonst noch was? Da ist noch ein Objekt. Ach, da war der Dings dran. Okay. Komischer Schraubenzieher. Gedi. Nee. Das klappt nicht. Sind wir hier denn so weit durch? Wo sind wir überhaupt? Da. Dann im Labor mal gucken, was hier noch war. Kann man es ja auch immer alles nicht merken, ne? You better not stick your... Ja, ich weiß. Ach hier, vielleicht mit der Kaminzange. Schmutziger Trichter, wenn du das so schon sagst. Goodie. Stecken wir den hier rein. Und ich brauche einen Hahn.
Bitte was? A3, B4, C1, D2? Ah, okay. Das kann ja was werden. Zapfangriff. Hierfür. Good job. Now we can return to the cliff and test our luck with the car again. Ja, auf jeden Fall. Diese Begeisterung. Es ist unglaublich. Hier ist auch gerade gar nichts mehr. Hier habe ich noch was gefunden. Okay. Ach, siehst du, dann haben wir hier jetzt auch alles. Supi, oh Gott. Warum? Fangen wir unten an. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier zu tun? Nein. Nein. Dann weiß ich's gerade nicht. Hier muss aber noch irgendwo ein Objekt sein. Kann also allgemein nicht schaden. Hä? Ah, das ist ja lustig. Okay. Ach, hier. Gott, die habe ich schon völlig verdrängt. Fernbedienung. Oh, irgendwas war mit einer Fernbedienung. Hier irgendwo, ne? Schau mal. Ich weiß nur nicht mehr wofür. Ach, doch, ich weiß wieder. Danke. Und da haben wir. Die Börse ist allgemein unter dem Namen Wall Street bekannt. Täglich werden dort mehrere Milliarden Aktien gehandelt. Das Gebäude symbolisiert Macht, Ordnung und die Finanzkraft der Vereinigten Staaten. Sehr hübsch. Wirklich sehr hübsch. Ein Stern. Oh Gott, wo hatten wir diesen Stern noch? Hier, der? Wir hatten, glaube ich, zwei Sterne, ne? Die stehen hier auf Sterne. Yay. Doch, wie kann ich die Stäbe verbiegen? Das weiß ich nicht. Ich habe nichts, um die Stäbe zu verbiegen. Da müssen wir dann später nochmal gucken. Tja. Die Maschine hat sich erledigt. Das hat sich auch erledigt. Jetzt haben wir hier noch. Haben wir noch einen Zahnrand? Nee, ne? Aber das geht auch nicht. Warum soll ich hier hin? Wo ist hier der Witz? Ich hab nix. Nix. Wir gehen erstmal zum Auto. Aber ich habe doch gar keinen Zündschlüssel. Verbinde die Kabel wie angezeigt. Ach. Ja. Ja. Nee, warte mal. Das wollte ich jetzt gar nicht. B4. A3. Was war das noch? C1. Und D2. Bums, da ist er zu. Tja, aber wir haben immer noch keinen Schlüssel. Und wir haben auch leider keinen Schlüssel hierfür. Öl haben wir auch nicht. Wir haben Lappen. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, was ich mit dem Lappen machen soll. Einen Hahn haben wir auch nicht. Hat sie noch was zu tun? Nein. Toll, jetzt habe ich nur noch das. Das ist immer klasse, ne? Wenn man eigentlich gar nicht weiß, was man hier machen soll. Beziehungsweise ich weiß es gerade nicht. Ja, hier fehlt noch ein Zahnrad. Das Zahnrad steckt da drin, ne? Aber ich habe ja nichts, um es rausholen zu können. Also entweder habe ich etwas nicht gesehen.
Oh, das sieht cool aus. Das ist Shane. Mit der Maschine ist auch nix. Oder ich habe irgendwas vergessen, was ich machen kann. Ist nur noch diese Stelle hier? Ja. Tatsache. Ach. Alles klar. Ja, hör auf. Jetzt verstehe ich. Ja, ich finde es trotzdem etwas merkwürdig, aber naja, was soll's. Eine Holzzange. Mal da oben wieder hin. Damit kriegen wir bestimmt das Zahnrad und damit sind wir dann auch beim nächsten Rätsel. Je nachdem, wie kompliziert das Ganze gleich sein wird. Ha. Okay, gar nicht. Diese Hängebrücke verbindet Manhattan und Brooklyn. Es handelt sich um eine Doppeldeckerbrücke. Oben fahren leichtere Fahrzeuge und unten, unter ihnen, liegen vier Gleise der U-Bahn. Ach echt? Cool. Wusste ich gar nicht. Wusste ich wirklich nicht. Also ich war auch noch nie in Amerika oder so und soweit habe ich mich mit den Brücken da nicht beschäftigt. Ich würde ja eigentlich schon gerne mal, aber ja, bis jetzt hat sich das so noch nicht ergeben. Zudem, das ist ja auch kein Katzensprung, ne? Muss man mal dazu sagen. Ein Schlüssel, das ist bestimmt für die Tür. Und da haben wir das nächste Wimmelbild in Anführungszeichen. Gelange ich nur mit dem richtigen Schlüssel, ja. Hi, na? Wenn die mit dem Schwanz wackeln, freuen die sich dann oder sind die böse? Ich weiß nicht, bei Hunden ist es ja so, dass sie sich freuen. Bei Katzen ist es so, dass sie dann gereizt sind. Wobei das nicht auf unsere Katze zutrifft. Der Draht ist fest darum gewickelt. Ich muss ihn durchschneiden, weil unsere Katze wackelt den ganzen Tag mit dem Schwanz. Zu dunkel, ich kann nichts erkennen. Echt jetzt. Schraubenzieher. Ja, du kannst auch einfach das Glas mit deinen Ellbogen wegschlagen, oder nicht? Dann hast du eine größere Fläche. Aber gut. Oder hier, guck, da steht ein Besen. Tada! Geht das? Ne, will sie aber nicht. Okay, vielleicht hier. Ist gut. Ich tue dir nix. Ich hoffe, du tust mir auch nix. Warum wird Schlüssel? Tja, den habe ich nicht. Wie ärgerlich. Ja klar, mit dem Besen ging das natürlich überhaupt nicht, ne? Na gut. Wieso nicht? Brauche ich da was anderes für? Was mache ich denn damit? Ist die spannende Frage. Hey, also hier unten sieht man ja auch noch einen Schlüssel. Wir werden schon einen richtigen Schlüssel dafür brauchen. Oder für den Keller. Das kann auch sein. Warte mal, dann probiere ich mich vielleicht doch besser. Aber das ist ja Quatsch. Rasiermesser. Ah. Das macht vielleicht mehr Sinn. Oh. Was machen die denn immer alle mit ihren Gegenständen? Goodie. Ein Hebel. Hierfür. Miau. Danke. Go.
Und da haben wir ein Ventilrad. Das Ventilrad ist... hierfür. Zündschlüssel. Nice. Gut. Der mysteriöse Brunnen. Da schauen wir nochmal rein.